Und bitte Aufnahme. Sehr geil, Lukas. Da bist du nicht verkabelt. Warst du vielleicht gerade bei den Nachbarn drüben und hast gesagt, sie sollen ein bisschen leiser sein, weil wir da eine Live-Sendung haben? Genau. Die haben sich ja gar nicht auskennt. Was macht sie hier? Naja. Ich hab nur gesagt, sie sollen keine Jubelschreie machen. Ja. Und kein Geklatsche. Naja, ist trotzdem wahnsinnig gut. Bissl. Grüß euch. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sind schon wieder alle da? Sehr viele. Ich krieg immer eine Mail, wenn wir live gehen. Das ist komisch. Das Kontrollmail? Genau. Naja, was heißt Kontrollmail? Ich krieg eine Mail von YouTube, so, jetzt hat eine Live-Sendung gestartet, so auf die Art. Das ist aber auch sehr dienlich von YouTube, gell? So. Na super. Dass derjenige, der selber draufdruckt, dann so, du bist live. Ja, genau. Nur, dass das warst. Ja, grüß euch, hallo, guten Abend, gell? Die Woche hat begonnen und wir sind schon wieder da. Falls ihr im Hintergrund Menschen schnattern hört, das ist die Vorstandssitzung in irgendeinem Verein. Und die wissen aber Bescheid, dass wir da live sind. Also ja, das ist super, gell, weil sie es wissen. Du, Lukas, schau mal, wenn ich da jetzt das Chatfenster einblenden will, sehe ich es nicht. Ah, witzig. Da hat wahrscheinlich der Techniker nicht aufpasst, weil gerade irgendwie, was der. Das macht nichts. Na, du passt schon. Ach so, Blödsinn, so muss ich das gar nicht machen. Sondern ich muss das nur so machen. Und dann so. Ich finde es schön, so. Dass du. Das ist nicht großartig. Ich finde es schön, dass du Redakteur, Moderator und Techniker bei uns bist. Das ist schon heftig, gell? Mhm. Zahlst du da drei Gehalte aus? Was du Pension kriegen musst, ich gedacht. Na, was denn? Es hat ausgeschlafen. Bist du ausgeschlafen? Geht. Geht tatsächlich, ja. Also von 1 bis 7. Von 1 bis 7, was? Ach so, die. Ja, passt schon. Ich bin von 0 bis 10 bis 7 ausgeschlafen. Ja. Ich bin spät. Von 1 bis 7. Ich bin. 1 von 7 Punkten. Ich bin spät schlafen gegangen. Aber. Vielleicht spielt da jemand darauf an, dass wir uns letztens darüber. Dass wir gesagt haben, die Welt war 2 Stunden unbeaufsichtigt, weil du um 4 schlafen gegangen bist und nicht um 6 aufgestanden. Das war letzten Donnerstag, stimmt. Ja. Ja, aber Montag freue ich mich immer so. Was, das ist früher in der alten Zeit, in der alten Arbeit immer so, um Himmels Willen, das ist Montag, alles ist scheiße. Natürlich. Und seitdem wir diese Live-Sendung machen am Montag, freue ich mich jedes Mal am Montag. Das ist aber, wie gesagt, das, wenn man sich auf die Arbeit gefreut hat, irgendwas haben wir dann mindestens richtig gemacht. Du, ob man was richtig gemacht hat, weiß ich nicht. Aber man merkt, man ist ein bisschen ausgeglichener. Ja, ist doch schön. Wie geht's euch? Wie habt ihr so geschlafen? Ich muss ein bisschen warten jetzt. Ja, der Chat hat ein Übertragungsfenster. Mhm. Multiple Persönlichkeiten. Ne? Es sind nur mehrere Aufgaben, die der Lukas da macht. Quasi. Man, Technik, gell? Wir teilen uns schon so ein bisschen. Ja, weißt eh. Man muss immer, nur weil du da jetzt drei Berufe aufgezählt hast, heißt das ja nicht, dass du nichts machst, sondern es heißt ja nur, dass der Technikerberuf natürlich beim Livestream sichtbarer ist. Vor allem die Fehler. Ha. Und ja, dafür, du bist ja auch Moderator. Dafür ein bisschen. Also sind wir nicht besser. Außerdem bin ich dafür da, dass ich die beruhige, falls in der Technik was nicht so hinhaut, wie es hinhauen sollte. Ja, ja. Ich bin ein Katalysator. Durch mich entwickeln sich die Dinge. Wer hat das jetzt einmal gesagt? Alf. Ah, genau. Alf war das. Chatlag, kann man tatsächlich so sagen, ja. Mhm. Es ist einfach, was dieser Chat, der muss ja einfach zum Satelliten auf, dann wieder runter und dann durch die Leitungen durch und dann sind wir erst da. Was der Ressourcen verbraucht. Das ist alles. Das habe ich auf Instagram gesehen. Wie viel der Stream Ressourcen braucht? Ja, oder die Google-Anfrage. Ah. Und solche Sachen. Wie viele Bäume werden da verbrannt? Ja, das ist ja ganz komisch, nämlich so eine Google-Anfrage braucht 10 Liter Wasser. Weil ich mich dann auch gefragt habe, was hat das mit Energie, aber was Davis ist. Der heißeste Tag, der jemals aufgezeichnet worden ist. Eine Google-Anfrage braucht 10 Liter Wasser? Ich habe es mir nicht gemerkt. So viel trinke ich gar nicht am Tag. Aber bitte, ich suche nichts auf Google. Du sagst nichts auf Google, ne? Nein.
Ja, aber das ist ja schön, aber das ist nicht generell so geil von der Industrie, weißt du? Gehen wir mal davon aus, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt, gell? Ja, ja. Was kann ich dafür, wenn sich irgendeine Firma überlegt, so, Freunde, ich habe da jetzt eine gute Idee, ich mache da so ein Google-Fenster, das verwendet dann die ganze Welt und dann wird mir gesagt, dass ich schlecht bin, weil ich das verwende. Ja? Das gleiche ist, dann werden Fleischfabriken gebaut und die Mäcki sprießen aus dem Boden und sonst irgendwas und ich bin schlecht, wenn ich dorthin essen gehe. Hör doch auf, es ist so geil. Bauen nur Straßen, ja? Überall Straßen, Autobahnen, überall Parkplätze, aber mein Auto darf es nicht fahren, gell? Natürlich. Vor allem du hast die Verantwortung dafür. Das ja, ist das ja, Allerwichtigste. Ja. Ja, genau. Ja, muss ich jedes Mal, wenn ich das Wort menschengemachten Klimawandel höre, immer an die menschengemachte Atombombe denken. Ja. Da war jeder dran mit Schuld. Und sich dort der Mensch hat das ja gemacht. Ja, mhm. Vor allem du. Ja, gut, da war ich noch nicht auf der Welt, auch wenn ich alt ausschaue. Ja, bis sie das Auto erfunden haben, war ich auch noch nicht auf der Welt, aber anscheinend muss ich mir jetzt den Schuh anziehen. Stimmt. Aber bitte. Stimmt, kann man da nicht. Weißt du, eingelagerte Atombomben sind auch Atombomben. Ja, aber du hast völlig recht, was wie das Auto erfunden worden ist. Da haben die meisten Menschen, die jetzt mit dem Auto fahren, noch nicht gelebt. Aber der Porsche, der hat die Nachfolger, haben alle Geld ohne Ende. Und komisch, das waren auch Kriegsanleihen, gell? Ganz komisch. Dieses Geld, ganz komisch. Also, dass der VW-Konzern, ich meine, es ist ja hauptsächlich der VW-Konzern, Porsche und VW, es ist ja, ja, ja. Auch eine Familie quasi. Ja, ja. Wir sind eine große das Familie. Ist nicht VW das wertvollste Unternehmen in Deutschland? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber auch nur deswegen, weil es ein Konzern ist und da unter diesem VW-Konzern halt, glaube ich, 18 Automarken sind. Von daher. Gut, ja, gut. Ja, ja. Aber was die? Wertvollste Firma ist, glaube ich, die Deutsche Bank oder so. Aber wer weiß das schon so genau? Ihr bekommt bald noch mehr Bomben. Wir? Ja, Sky Shield, Österreich. Das sind Friedensraketen, habe ich gehört. Die sind ja in Frieden da. Ja, bitte, ich meine, das ist wichtig. Man USA hat, ja, hat mitgeholfen. Man, ja, genau, man hat ja gehört, dass Iran auf Israel geschossen hat. Und der Zip-Mini-Typ hat gesagt, ja, da nur 99% sind abgewehrt worden vom Schild und die USA hat mitgeholfen. Und da war die Information dann auch schon wieder vorbei. Ich kann euch nicht sagen, was sie gemacht hat, er hat es mir auch nicht gesagt, der von der Zip. Ja. Der von der Zip, allein dass du sagst, der ist nicht von der Zip, der ist von der Zip-Zack-Mini. Das ist ja das. Nein, warte mal, er ist von der Zip... TikTok. TikTok-Zip. Ja, Zip-Zack-Mini ist was anderes. Ja, aber die Zip-Zack-Mini ist der von Die große Chance. Die Fanny Stampf. Gut, dass du den Namen weißt. Ja. Aber die hat bei der Zip-Zack aufgehört, weil es jetzt Die große Chance macht, glaube ich. Aha. Habe ich gehört. Ist der Interessenskonflikt. Zeit. Was denn? Oder auch Interessenskonflikt, vielleicht ist das einfach, das, Die große Chance ist einfach viel wichtiger. Wer weiß. Guten Abend, ihr Mäuse und Mäusinnen. Wir sind heute wieder live für euch im Internet unterwegs, weil es immer, immer schlimmer wird, wenn es darum geht, Politiker und Politikerinnen auf Social Media und der uns allen wohlgesonnene Thomas, der uns da neben uns sitzt, was neben uns, genau. Ich sitze neben dem Techniker, ja, neben dem Redakteur und neben dem Moderator. Ich sitze neben mir selbst. Gell? Sitzt ja auch du. Und du bist ja, wenn ich das mal so sagen darf, Social Media Beauftragter bei uns. Ja? Du durchforst das Internet auf Gedeih und Verderb und findest da Sachen von Politikern, wo sich jeder andere schon dreimal angeschrieben hat. Oder dem zumindest so einiges vergangen wäre. Die Sache ist, das, was wir uns jetzt anschauen, was du mir eigentlich sagst. Teile davon. Teile davon. Und ich habe gedacht, ja, ich bereite es einmal vor. Also, wie agieren Politiker im Internet? Mhm. Mir wird das eigentlich nur so nebenbei vorgestellt. Ich schaue mir das privat ja nicht an. Ja, ich schaue mir privat andere Sachen an, auf Instagram. Da mache ich vielleicht auch mal eine Sendung drüber. Gibt es ja ganz tolle Sachen, die man gesehen haben muss. Ja. Und ich denke, die Politiker muss man nicht wirklich gesehen haben. Aber trotzdem interessant, wie kommunizieren sie? Wir schauen auf verschiedene Kanäle. Voll. Jetzt fangen wir mal an mit, ich weiß es noch nicht genau, aber ich bitte dich mal den Chat aus, Dankeschön.
Und jetzt, weißt du was, gehen wir gleich rein. Gehen wir gleich zum Kali. Fangen wir mit dem Kali an oder willst du das chronologisch machen? Fang mit der Maurer an, weil das war ja das, was du mir geschickt hast. Genau. Und bevor du jetzt da Play druckst, gell? Ich habe ja irgendwann einmal gesagt, so, mich wundert es, dass Politiker nicht ja, so klassische Werbung machen und nicht ein bisschen so wie wir da probieren, live mit einer Community zu reden. Ja? Du hast den Teufel an die Wand gemalt. Ich hab's, vielleicht hat sie das auch gesehen und hat sie dann gedacht, die Frau Maurer, gell, sie kommuniziert jetzt auch so offen und authentisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das live gesagt hast oder ob das wir besprochen haben, aber du hast ja gewünscht... Ich habe das sicher in einer Sendung gesagt. Du hast gesagt, was wäre, wenn die Politiker so einen Livestream machen würden, so richtig so, was so menschennahe, was so real. Genau. Und dann... Und das habe ich mir wirklich gewünscht, weil ich mir denke, das ist eigentlich, was, 2024 sollte man so kommunizieren, ja, nicht auf einem geschissenen Plakat drei Sätze aufschreiben, sondern wirklich einmal sagen, wie ist der Mensch dahinter, ja? Und jetzt fangen sie an, die ganzen Politiker das zu machen. Und jetzt bereue ich das eigentlich schon wieder, das gesagt zu haben, weil ich weiß nicht, ob das so authentisch ist. Aber sagen wir es in meinem Chat, schauen wir mal, was die sagen. Ja. Was hättest du jetzt gern? Ein Leberkäse oder nicht ein Leberkäse? Ah, ich nehme einfach ein Leberkäse, das ist das erste Glauben. Es ist eh egal, welches Video. Ich meine, ganz kurz, gell? Jetzt wollen wir mal ganz kurz vorher, um was es da gegangen ist, gell? Und das war ja das da. Muss ich mal ganz kurz testen. Ein Kriminalfall ereignet. Und zwar ist es so, ich habe letzte Woche extra einen veganen Leberkäse gekauft, damit ich den mit meinem Team Test essen kann. Und jetzt ist im Kühlschrank in der Küche zwar immer nur das Ketchup und der Senf da, aber der Leberkäse ist verschwunden. Also, gell? Das ist die Geschichte nämlich. Das ist die erste Geschichte. Sie wollten die grünen Politiker in dieser Zentrale, wie auch immer, gell, wollten einen veganen Leberkäse-Test essen. Ja? Was ich eh schon. Und sie macht einmal eine Story darüber, dass er jetzt verschwunden ist. Und dann kommt das Zuckerl des Tages. Wieso macht sie Werbung für veganen Leberkäse? Weil es cool ist, weil Fleisch essen eben out ist. Das habe ich schon verstanden. Aber hochverordnetes veganes Essen ist besser? Ich weiß es eben nicht. Ich weiß es auch aber nicht. Aber es ist anscheinend so wieder so eine Sache, was man bei Politikern halt einfach erwischt. Das passt einfach zur Marke Die Grünen und deswegen machen die das. Die finden aber das lustig. Ich habe ja geglaubt, wie ich das gesehen habe, weil man dachte, okay, das ist jetzt eine peinliche Geschichte. Aber dann hat sie das wirklich gemacht. Also es ist schon lustig, was so ein TikTok-Video auslösen kann, weil gehe halt in die Küche, schaue in den Kühlschrank und was ist da? Der vegane Leberkäse. Er ist nicht aufgetaucht. Und es schaut so grausig aus. Wie kann man sich von einem veganen Leberkäse grausen? Weil ein veganer Leberkäse heißt, wenn du jetzt sagen würdest, da ist ein Stück geräucherter Tofu drinnen, der gleich ausschaut, wird sie sich wahrscheinlich nicht so grausen. Und das Ding ist ja, wenn, beziehungsweise dieses Weh und das Grausig, das bezieht sich aus meiner Sicht so ein bisschen so, okay, wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine Leber aufschneidest oder ein Herz filetierst, dann kann man ruhig einmal Weh sagen. Aber das ist ja nur ein Stück verarbeitetes Irgendwas. Ich war gerade abgelenkt vom Schandemann-Soda-Stream in der Küche. Ja, und ein Riesenflaschen-Desinfektionsmittel, das wahrscheinlich saufen, bevor die Sitzung losgeht. Ja, das gilt die Unschuldsvermutung. Hm. Das riecht toll. Wer soll das essen? Ja, du natürlich. Politik kann auch Spaß machen. Ich denke mal, das sind diese Menschen, die uns vertreten. Was, das sind die Menschen, die mir gesagt haben, dass ich ich fühle mich betreten. Dass ich ein falsches Denken habe, weil ich diese Maßnahmen damals nicht mitmachen würde. Das sind die Menschen. Veganer Leberkäse, das musst du essen. Was? Die sind früher in der Schule ins Klo gesteckt worden. Zu meiner Zeit. Es gilt die Unschuld. Ja, selbstverständlich. Ausschaut tut er schon so wie ein echter. Jetzt muss ich gar das ist überhaupt nicht grausig. Das ist wirklich nicht grausig. Na dann, du hast den ganzen für dich. Na, du kriegst auch eine Scheibe, Christian. Ich bin echt schon voll. Also es ist schon lustig. Es ist schon lustig. Aber der Christian wollte nicht, oder was?
Vielleicht wollte er auch Fleisch. Ich würde gar nicht so ins Detail gehen, schon jetzt schalten wir es mal so weg ein bisschen. Aber schaut, das ist, wie soll ich sagen? Du hast es jetzt. Du hast die Geister Ja, gerufen. aber, sie tut ja nur so, als wäre sie privat, oder? Natürlich. Das ist ja alles gedingstelt. Was? Mal Das ist ja schaut, alles wichtig. da oben, da rechts oben, das ist so ein typisches ja, Wahlplakat, sage ich mal. Oder Image. Hey, aber ganz ehrlich, gell? Ich würde jetzt echt nicht auf der Maurer da jetzt Social Media technisch herumreiten. Aber das Weihnachten, gell? Da bin ich froh, dass wir uns das nicht angeschaut haben. Weil das war ja extra peinlich. Was ist das? Ja. Weihnachtsfeste. Okay. Das Besondere an Ist da Weihnachten am irgendwie 24. am Abend sitzen immer viele Leute am Tisch herum und es sind nie immer alle die gleichen. Kommen immer wieder dazu. Die einzige Konstante ist, dass die Tochter von meiner Lebensgefährtin die Backerl für alle auspacken will. Und das darf sie dann auch. Also seitdem mein kleiner Sohn auf der Welt ist, verbringen wir Weihnachten eigentlich sehr gemütlich. Und es ist einfach sehr nett mit viel Essen, viel Zeit. Ach, hör doch auf, ja, du weg. Aber das meine ich ja, weißt du, dieses... Nein, die Politiker dann erklären, dass zu Weihnachten viel essen. Ja. Ja, toll. Ihr könnt es auch leisten. Gespieltes Problem. Nein, aber sie probieren es wenigstens, gell? Und dann, was die Aktivistin gegen Hass im Netz. Ja. Wo steht dann das? Da oben steht es. Da oben in ihrer. Also sie ist Feministin, Soziologin und Aktivistin gegen Hass im Netz. Ja, und dann, veganer Leberkäse, gell? Oder da, wie sie ihr Frühstück macht im Bademantel. Wo ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das gemeint habe, wie ich gesagt habe, Politiker sollen ein bisschen authentischer werden. Ja? Wen haben wir noch? Wie gesagt, gell, es gibt nicht. Heute wird es echt hart. Ja, ist doch mal hart. Ja, macht euch schon mal ein Kaltgetränk auf eurer Wahl. Ganz ehrlich, ich würde eigentlich. Der Kali ist eigentlich. Ja, das Kali. Nicht, das, Komm, das waren jetzt die Grünen. Weil, wie man sieht, ja, und vielleicht sehen wir das nachher auch noch, wenn wir ein paar Grüne anschauen, die Grünen machen es wenigstens lustig. Versuchen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, gell, dass sie so lustig sind. Das kann auch unfreiwillig lustig sein. Aber sie versuchen das. Gell, weil nur weil der Kali so grinst die ganze Zeit, ja, ist das nicht lustig, was er da macht. Jesus Christus. Ich hab's gesehen. Am besten, man geht eh in die Reels rein. Ja. Aber ja, da bitte. Das ist das, was ich dir gesagt habe, ja, weil mir das genau aufgefallen ist, weil ich mir wirklich gedacht habe, halt dich an. Eine Grundsatzentscheidung. Lassen wir zu, dass der Extremismus überhand nimmt, oder stehen wir für eine freie, demokratische Gesellschaft? Viele Menschen haben sich schon entschieden. Wie entscheidest du dich? Also, was? Man allein schon wie die Bröten. Na, warte mal. Ah ja. Es ist Zeit für eine Grundsatzentscheidung. Lassen wir. Ja, eh. Wie er sie die Brüllen abnimmt. Ja, so richtig so, hey. Und bitte, was meint er? Und geh mit dem Kopf mal da weg, hä? Zu, dass der Extremismus überhand nimmt? Oder stehen wir für eine freie, demokratische Gesellschaft? Viele Menschen haben sich schon entschieden. Für was? Was meint er? Was meint dann? Was schreiben da die Leute eigentlich so? Österreich, ein tolles Land mit einem beeindruckenden Bundeskanzler. Das ist doch ein Bot. Das kannst du mir doch erklären. Das ist ein echter Mensch. Sind das Beiträge von diesem echten Menschen mit NATO und. Na, komm, hör auf. Lass mal das einfach, gell? Viele Menschen haben sich schon entschieden, Lukas. Die Entwicklungen der radikalen Ränder links und rechts ist besorgniserregend. Aber es ist schon ein guter Trick, oder? Dass du sagst, links und rechts ist radikal natürlich, weil so die Anmutung hat, dass würden sie links und rechts irgendwo runterfallen, gell? Und die Mitte kann nicht radikal sein. Das ist ja radikale Mitte. Wie gesagt, komm in die Mitte. Wir haben es eben vor Vorgespräch schon gesagt, gell? Also ich sehe das immer mit die linke und die rechte Backe. Und er ist in der Mitte. Ja, das weil ganz ehrlich, was willst du mir da suggerieren, außer dass du. Also ich bin ja nicht radikal. Ich habe ja nur Leute eingesperrt und als Randgruppen diffamiert, aber ich bin ja nicht radikal. Hör doch auf. Aber das meine ich ja, dass man sich so tut, was das Wort Mitte, was ist, wenn man rechts jetzt, ich weiß nicht, Kreuz nennen würde
Mitte ist Dreieck und links ist Viereck. Ja? Wer ist dann wo? Wer steht dann wo? Was? Das ist ja alles Irrsinn. Es ist wirklich Irrsinn. Was machen? Aber daher, schau. Hat dann irgendeinen anderen Bock geschossen, unser Kanzler? Ja, Bock geschossen weiß ich nicht. Aber allein wie es kommuniziert, einen schönen Weltfrauentag, gar nicht, haben wir einfach unterzeichnet. Ja, aber ganz ehrlich, das muss ja real sein, da muss ich irgendwas gesagt haben. Komm, ja, trauen wir es uns. Schauen wir ein. Trauen wir es uns. Ich weiß genau, was da gegangen ist. Liebe Social Media Abteilung, sucht jeden Fetzen, ja, wo der Kali mit einer Frau drauf, genau, ist, die er nicht ungut angreift, sondern so ein bisschen interessiert wird. Mhm. Irgendeine Frau, anscheinend. Schönen Weltfrauentag, und dann unterschreibt er mit seinem Namen. Nämlich auch, das ist so, da ist ja gar keine Aussage drinnen, da, wirklich. Also so, nicht so für die Frauen oder für irgendwas, sondern einfach nur so. Hey, er hätte drei Wörter sagen können, ha, dazu. Durch meine Tätigkeit als Bundeskanzler begegne ich täglich großartigen und spannenden Frauen. Gut. Ihr Engagement, ihre unerschütterliche Stärke und Vielseitigkeit beeindrucken mich jedes Mal aufs Neue. Nämlich jedes Mal aufs Neue. Denke ich mir so. Ja. Also jedes Mal überrascht. Also, von Frauen habe ich nicht so ein gutes Bild, aber sie überraschen mich jeden Tag aufs Neue. Mal. Na gut. Man muss dazu sagen, gell, im Vergleich zum Vorhin, wo ich gesagt habe, eben die Grünen oder die Maurer in dem Fall, probiert authentisch zu sein, menschlich. Das macht er nicht. Willst du sagen, dass das nicht menschlich ist? Im Österreich-Plan gibt es einen wichtigen Punkt, und der heißt leistbares Wohnen. Und vor allem da, die Eigentumsquote zu erhöhen. Und wir brauchen dafür leistbare Wohnmöglichkeiten, leistbares Eigentum. Wie geht das? Durch leistbare Kredite, durch Abschaffung der Gebühren fürs erste Eigenheim und vor allem durch eine Wohnbauoffensive, die jetzt startet. 25.000 zusätzliche Wohnungen, 10.000 in Miete, 10.000 im Eigentum und 5.000, die saniert werden. Na, es ist nicht authentisch. Ja? Nicht? Aber bitte, aber ist schon geil, was er sagt, oder? Weil er vergleicht leistbares Wohnen mit leistbarem Eigentum. Also, das kann ja auch nur eine Wirtschaftspartei so sagen. Was die Leute sagen, sie können sich das Leben nicht mehr leisten, sie können sich das Wohnen nicht mehr leisten, und er stellt sich da hin und sagt, ja, leistbares Eigentum. Du, das, wie gesagt, das ist so eine Wohnung kaufen, wenn sie die Miete nicht leisten können. Das ist der Einser-Schmäh von der ÖVP. So, du, wir haben jetzt da so einen Investor, der stellt da eine Hütte hin, wo sich keiner die Bude leisten kann. Keine Sorge. Wir als Bundesregierung, wo alle mitzahlen, wir geben dann euch eine Förderung fürs Wohnen, indem wir dem Investor die überhöhten Preise zahlen. Pippi fein, schöne Grüße vom René Benko, gell? Ich sag's ihm dann noch, falls er irgendwann einmal wieder in die Medien tritt. Wen haben wir denn nur, hä? Ich schaff's nicht. So, ich muss ganz kurz gehen. Nein, macht nichts. Ist ja gut. Lass offen, ist egal. Haben wir Werner schon gesehen? Nein. Werner können wir schon noch anschauen. Wir müssen ganz kurz einmal auf die andere Seite hüpfen. Weil gehen wir zum Kickl. Man sagt ja immer, gell, die Rechten haben ja Social Media gekapert, aber der macht ja auch klassische Pressekonferenz übertragen. Das ist nämlich auch ganz eigentlich gleich wie beim Nehammer. Weißt nicht, ob du jetzt auf der ÖVP-Seite bist oder bei der Nehammer-Seite, und beim Kickl weißt auch nicht, ob er bei der FPÖ, ob du auf der FPÖ-Seite bist oder bei der Kickl-Seite. Ja, das ist auch nicht Authentizität, so wie es die Grünen machen, sondern da rein politisch, sage ich mal. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den Kickl jetzt zu loben, aber wenn es da jetzt um Politik geht, dann soll es da ruhig um Politik gehen. Sagen wir uns ehrlich. Weil im Vergleich zu den Beiträgen von der Sigi Maurer, wo es dann so lustig probiert zu sein, da geht mir im Moment, also Politiker, was ist schlimmer? Ja, Politiker, die versuchen lustig zu sein, ist für mich so wie Eltern, die versuchen lustig zu sein. Weißt du, was ich meine? Du, meine Eltern sind lustig, gell? Ja, aber da bist du halt gesegnet. Meine Eltern sind auch lustig, aber weißt du, du kennst es so, wenn. Stell dir das vor, ein Familienmitglied versucht, dir was am Handy zu zeigen. Ja. So lustig, meine ich. Ja, ich weiß schon. Ich habe da was Lustiges geschickt. Ich weiß es nicht. Da singen Katzen. Ich denke mir, weißt, wenn Männer da schon als Herbert Kickl auftritt, ja,
dann würde ich mir wünschen, dass das menschlicher ist und nicht so politisch. Das Menschlichste, was der Herbert hat, ist ja da. Bester. Ja. Was ja auch okay ist. Ist, weißt du? Ja, was uns okay. Ich wünsche euch allen eine schöne Karwoche. Warum nicht? Naja, man, eins hat auch das mit den Eiern umgesehen. Was ist mit den Eiern? Ach so, immer noch die Eier. Weil halt natürlich die anderen anpackt ist. Was? Da würde lustig sein. Okay, das ist dann da. Hey, ist das cringe? Ist das peinlich? Ist schon ein bisschen peinlich. Da steige ich dann persönlich aus, weil ich mir denke, so, das ist so bochen. Das ist so. Ach. Weißt du, und ich will gar nicht reden, ob er als Politiker jetzt authentisch ist, wenn er irgendwo redet, sondern ist sein Instagram da authentisch? Ist da menschlich? Ist er da privat? Die Frage ist, muss das sein? Ja? Was ist uns lieber? Was ist euch lieber? Ja? Schau, das finde ich peinlich, aber wie gesagt, das ist ja auch nur meine Meinung. Gell? Ja. Ganz ehrlich. Ich finde es halt, was so Pressekonferenz und so ein Zeug und dann halt vielleicht wieder mal am Berggipfel kann man. Weil alles. Ich finde ja bei der Maura das gut, dass sie da übers Essen redet. Ja? Ich wundere mich nur, dass sie sich so aufführt. Ja? Ja, nicht, dass sie es macht, sondern wie sie es macht. Und da muss ich halt auch, ich meine, und ich weiß ja nicht, gell, wer die Werbung da macht, gell, für die FPÖ. Aber das ist ja auch so ein geiles Bild, schau. Wir brauchen Frieden statt Rüstung. Und das, wenn du es nicht liest, schaut es aus, als wäre es eine Panzerwerbung. Das ist wirklich geil, gell. Und man, da muss ich sagen, da würde ich halt auch ganz ehrlich sagen, macht es das nicht. Weil was macht der Wilimski auf der Seite von Herbert Kickl? Das ist halt schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen geschissen. Aber wie gesagt. Was heißt geschissen? Ich wundere mich, warum das nicht auf einer FPÖ-Seite ist. Gut, das wissen wir ja nicht, gell? Das kann ja auch auf allen Seiten gleichzeitig gepostet werden. Ja, das war wahrscheinlich schon auf allen Seiten gleichzeitig. Und dann habe ich schon noch eine Frage da, gell? Hat wer in Bakti gesagt, wie die FPÖ zur Migration und so steht? Ha? Das weiß ich nicht. Ich meine, es schaut ein bisschen reinkopiert aus, aber ist wahrscheinlich so passiert, gell? Wird die FPÖ in Bakti einbürgern wollen? Das weiß ich nicht. Hä? Aber ja, sie schreiben Schwurbler, Covidioten, Verschwörungstheoretiker, um nur einige Begriffe zu nennen, wie wir alle während Corona genannt wurden. Wer ist wir? Aber bitte. Ja gut, wer ist wir, muss ich bei jeder Partei stellen, gell? Weil wir sagt die sagen alle Parteien. Alle sagen wir. Aber wir. Alle sagen wir, ja. So, genug von dieser Seite. Jetzt schauen wir mal. Na, haben wir nichts, wo er was redet? Jetzt haben wir bei den anderen alles angeschaut, wo er was redet. Ich weiß nicht. Nein, das Ding ist halt, wenn er was redet, dann ist es ja nur eine abgefilmte Pressekonferenz und das ist halt. Okay, es ist nicht lustig. Na gut, er macht sich ein bisschen über den Kanal lustig. Wir sind ja nicht selber geschnitten. Eben. Hat er nicht irgendein Video, wo er mit. Weißt du, er sagt, er ist der Volkskanzler. Weil er muss ja mit dem Volk reden, auch irgendwas, oder? Den Ton, bitte. Europäische Union. Heute haben wir alle. Eieiei. Wir sind startklar für den Wahlkampf für die Europäische Union. Heute haben wir alle unsere Kandidaten präsentiert mit unserem Herbert Kickl als Bundesparteiobmann. Das ist mir zu werblich, gell? Jetzt geht's in die Intensivanstrengung und ich bin bester Dinge, dass die FPÖ hier ein hervorragendes Ergebnis einfahren wird. Das ist fast so gut wie das Ding. Schau, da, aber da, schau. So was will ich sehen. Jetzt ist privat. Ja, jetzt ist privat. Von einem Volkskanzler will ich sehen, dass er mit dem Volk redet. Schau, da. Das ist der Müsli. Aber auch nicht wirklich. Aber. Würde ich mir wünschen, so wie die Maurer, dass er halt auch einen Leberkäse probiert. Du bist wirklich ein. Ja, gut, aber. Der Herbert beim Würstelstandl. Naja. Ja. Jeder kann sich was wünschen. Wieso ist er nicht am Würstelstandl? Ich wünsche mir, dass die Politiker nicht versuchen, lustig zu sein. Du wünschst ein bisschen was Privates. Was hast du gesagt? Was hast du lustig? Authentisch willst du haben. Authentisch. Und wenn sie der Kickl da hinstellt mit dem Bakti und so tut, als würden, ja, was damals sind so viele Minderheiten verletzt worden und keine Ahnung. Und jetzt da, was ist das irgendwie der Beigeschmack mit, ja,
Was sagt denn der Bhakti zum Wahlkampf von der FPÖ? Weißt? Du meinst die Postings von da unten? Ja, was hast du von da unten? Weißt so? Ich glaube, das, was ich bei der FPÖ ein bisschen komisch finde, ist diese Bildsprache. Wo ich mir denke, gleich wie bei der letzten Generation, ich weiß nicht, ob ihr euer Image, warum das so ein aufdringliches Image ist. Ja? Das meine ich. Verstehst? Da will ich lieber sowas sehen, da auf dem Kickl seiner Seite, wie er da im Berg aufgekrallt. Ja. Also halt von der Optik muss ich ganz ehrlich sagen, gell. Das gefällt mir von der Optik nicht. No. Das ist, was? Ist Angst, Angst. Angst, Angst, Demokratie. Ja, und so wie es in der Pandemie uns Angst gemacht haben, ja, macht uns die FPÖ teilweise auch Angst. Mit Menschen, die nicht ausschauen wie wir. So, jetzt können wir weitergehen. Eine Frage, gell. Nur weil es jetzt gerade, nur was mir auffällt. 62.400 Follower. Oh. Aber er folgt nur 3 Menschen. Und jetzt dürfen wir gemeinsam herausfinden, welche 3 das sind. Das werden wir nicht sehen. Das sieht man nicht, oder? Sicher. Wo, wie siehst du das? Ich sage, er folgt der eigenen Partei. Mhm. Wenn du. Keine Ahnung. Ich glaube, dass das 3 Parteigeschichten sind. Ich glaube, der eigenen Partei. Wie ist losgefunden? Sein Werner Kogler, was zum Kontrollieren? Ja, und ein ORF. Ich meine, ich muss ja vorher schon sagen, es hat ja vorher schon so ein bisschen so ausgeschaut, als wären wir auf diesen Postings drauf. So von der Ding. Du bist genau in der Mitte. Egal. Wem folgt er? Ah, ja. Walter Rosenkranz, FPÖ-TV und FPÖ.at. Ich habe mal gewusst, dass man das sieht. Anscheinend Walter Rosenkranz, ja. Gell? Was die Zuschauer jetzt aber sehen, dass wir in Herbert Kickl nicht folgen. Wirklich? Wir da oben nicht folgen. Ach so, ja, das ist ja mir wurscht. Ja, nein. Ich habe nicht gewusst, ob man folgen oder nicht. Man hätte jetzt auch kein Problem damit, gell? Muss man schon dazu sagen. Kann man ruhig in Kickl folgen. Apropos Kickl. Da ist die Caroline. Gell? Die gute alte Caroline. Ist jetzt quasi nicht wirklich in einem, gell? Wie soll ich sagen? Das ist kein wichtiges Amt. Aber du, die Präsenz. Was heißt kein wichtiges Amt? Da wird auch sehr viel Steuergeld ausgeben dafür, gell? Zu viel. Das kann ruhig wichtig sein. Für das Geld. Bei ihr ist es halt so, bei ihr ist es eine Mischung aus professionelles Auftreten als Politikerin und irgendeiner Chance. Irgendeine Chance. Macht das auch so. Ich meine, schau mal, das mit Sky. Ja. Ist das Werbung oder meint sie das ernst? Ist das privat? Ist das authentisch? Schauen wir es uns an. Das ist Schleichwerbung. Für das kann man übrigens angezeigt werden. Irgendeine Serienempfehlung oder sonstiges? Also ich habe schon immer wieder mal Serien auch geschaut. Es gibt eine, die hat mich ganz besonders fasziniert, das ist Borgen. Das ist eine Serie über die erste weibliche Premierministerin in Dänemark und Borgen, so heißt das Gebäude, wo das Parlament sitzt. Lieber Werberat, gell? Gleich anrufen bei der Caroline. Sie ist zwar Juristin, aber sie hat das mit der Schleichwerbung nicht verstanden. Und ja, da bin ich ein bisschen hineingekippt. Haben Sie ja, einen TV-Tipp? Ich glaube, ein K-Wort. Wenn du dich abbildest mit einem Logo auf einem Medium, bist du hier in der Schleichwerbung zu Hause. Weil ist es. Den 6:1 Erfolg unserer Jungs gestern gegen die Türkei gemeinsam mit Sky-Moderatorin bla bla bla, das ist wurscht. Aber das Logo macht den Unterschied. Gell? Tipp von jemandem, der aus der Werbung kam. Nee, was heißt Schleichwerbung? Was die Politiker, in der Politik sagt man nicht Schleichwerbung, sondern Lobbyismus. Gell? Die sind das gewohnt. Ja, aber da, aufpassen. Darf man kurz schauen, wie die kommunizieren, ob die uns Angst machen wollen? Eigentum schafft Zukunft. Ja. Reichtum schafft Sicherheit übrigens. Kriege ich aber auch Angst, gell? Ich kriege bei vielen Fotos Angst. Ja, bei den Fotos, da, wie einer ausschaut, kann man nichts dafür, gell? Nur ein bisschen, wie er sich herrichtet. Das sind die lustigen Sachen, glaube ich, gell? Wo sind jetzt irgendwelche Fragen beantwortet? Bitte reinschauen. Magnum 1504 schreibt, wenn du wieder zurück bist, lade ich dich gern auf ein echtes Essen ein. Hast du Zeit? Du hast wohl mein Bagel-Video gesehen. Nun, richtig gut war er nicht. Ja, ich bin zurück, aber ganz ehrlich, wenn ich alle Einladungen, die ich bekomme, einzeln wahrnehmen würde, dann
könnte ich nichts anderes mehr tun. Insofern habe ich mir gedacht, ich lade euch wieder gemeinsam ein. Irgendwann im Frühling, der Termin wird euch noch rechtzeitig bekannt gegeben und Magnum 1504, ich würde mich freuen, dich im Bundeskanzleramt zu treffen. Jetzt haben wir ertragen. Ja, aber da probiert es. AAB schreibt, ÖVP nicht wählbar. Das ist das, wo wir immer gesagt haben, das wäre halt interessant. Ich finde das nicht schlecht. ÖVP also nicht wählbar. Von der Art her. Weil es mich interessiert, was ihr dazu sagt. Man sicher sagt es jetzt irgendeinen Scheiß, aber ja, wahrscheinlich. Ganz ehrlich, da oben steht, mit dem Österreich-Plan wollen wir die Menschen überzeugen. ÖVP nicht wählbar, jetzt bin ich gespannt. Das wäre jetzt das bewegte Wahlplakat. Nun, ich hoffe schon, dass wir auch dich noch überzeugen können. Erst letzte Woche hat unser Bundeskanzler Karl Nehammer seinen Österreich-Plan vorgestellt. Da geht es um Leistung, die sich lohnen muss. Da geht es um Sicherheit, die bewahrt werden muss. Und da geht es um die Familie, die der Kern unserer Gesellschaft ist und auf die wir schauen müssen. Ja, es gibt viel zu tun, aber wir alle sind gefordert. Nicht nur wir Politikerinnen und Politiker, sondern auch die Gesellschaft als solche. Und gemeinsam, davon bin ich überzeugt, können wir was weiterbringen. Klar ist natürlich auch, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, aber das ist doch durchaus auch menschlich. Ich muss ganz kurz, gell? Ich bin ja ein Kommunikationsfetischist. Die Leute haben das gesehen. Zieht man, glaube ich, nicht. Mhm. Achso, das können wir dann draußen machen. Ja, aber nur, dass es. Ich mag ja Kommunikation, ja? Und was hat sie gerade gesagt? Familie ist wichtig, Sicherheit ist wichtig und Leistung ist wichtig. Ich habe echt an einen Joker denken, jetzt von Batman, sonst an nichts anderes, aber. Aber. Uns ist schon bewusst, dass man als Politiker nicht nur sagen muss, was cool ist, sondern auch was tun muss. Ja. Und dann zu sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne und nicht zu erwähnen, dass da vielleicht sie da ein bisschen beteiligt war beim Gesetz, das da nicht zurückgenommen worden ist. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Deswegen wäre es ja interessant, wenn es ein bewegtes Wahlplakat geben würde, ja, und nicht nur ein Satz oben stehen würde, weil wenn du das Video wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10-mal siehst, wirst draufkommen, das ist alles nur bla bla. Ja, leider. Ja, aber das. Na gut. Wenigstens. KI und Teleprompter, ja, wahrscheinlich. Also sie schreiben das selbst. Vom Text her, gell? Oder der Vöcklerbrucker schreibt. Kommt sympathisch rüber, aber leider Politiker. Also erstens bin ich Politikerin, darauf lege ich Wert. Und zweitens, ja, ich weiß schon, was da mitschwingt. Wir haben in den letzten Jahren nicht unbedingt das beste Bild abgegeben. Aber ich kann nur sagen, ich bemühe mich wirklich jeden Tag. Und sie bemüht sich jeden Tag, auch wenn das alles scheiße war. Das auch 24 Stunden fast, weil Schlaf gibt es nicht viel, damit wir ein besseres Bild abgeben. Aber sie hat gesagt, wir haben kein besseres Bild abgegeben. Da ist wieder die Frage, wer ist wir? Alle genau. Bürger oder alle Politiker oder alle ÖVPler? Wenn man sind. Alle Frauen wird sie nicht meinen. Nein, klar nicht. Die Menschen uns wieder vertrauen, denn es war vieles zu tun in den letzten krisenhaften Jahren und es wird auch in den nächsten Jahren vieles an Weichen zu stellen sein müssen, damit wir alle eine bessere Zukunft haben. Also würde ich euch bitten, vertraut uns ein bisschen. Na. Was? Entschuldigung, habe ich das jetzt laut gesagt? Naja, aber schau. Aber das ist spontan aus mir rausgekommen. Vertraut euch uns ein bisschen. Ich finde es nämlich einmal so geil, dass diese Politiker dann einmal so da, weil sie ja jetzt auch wegen dem Schlaf so, weil viel Schlaf ist da nicht dabei, weil man muss ja 24 Stunden was für die Republik da. Und ich denke mir so, was denn? Sag mir was. Zeig mir dein Instagram-Profil und sag mir, was du da die ganze Zeit machst. Sie ist in der Warnweste in irgendeinem Betrieb, dann fährt sie mit dem Arbeitsminister noch irgendwo nach Bosnien-Herzegowina und dann ist sie Fußball schauen, man darf es eh, ja. Aber was macht die da mit? Kann der nicht daheim Fußball schauen? Nein. Ha? Nein. Wie jeder normale gesagt, Mensch. Schleichwerbung. Ja, passt, es ist, mir ist jetzt echt kalt geworden. Gut, dann schauen wir uns was an, wo es vielleicht wieder warm wird, entweder wegen Hass, Wut oder wegen Schabernack oder vielleicht wegen Sport. Ha? Sport. Ei. Auch das ist ein Social Media Auftritt. Gell? Öffentlich zugänglich. Sport. Sport. Es ist so großartig. Verschwitzt zwar und völlig ungeschminkt, aber ich muss euch berichten davon, dass bereits fast 16.000 Menschen sich registriert haben für unsere Vorwahlen, für die Listenerstellung für die Nationalratswahl. Über 11.000 haben wir schon den Verifizierungsschritt geschafft und dürfen nun vorwählen. Wir haben tolle Kandidatinnen und Kandidaten. Super gute Stimmung. Macht's einfach mit, bis morgen, 12 Uhr geht die Vorwahl noch unter vorwahl.neos.eu. Alle Infos
Und ich freue mich natürlich auch über deine Unterstützung. Wie weit ist jetzt rennt, ne? Ja, Ich meine, ja, erstens, man muss nicht. Man muss nicht beim Form oder nach dem Laufen ein Video machen, damit die Leute sie bei der Vorwahl für die Neos für nichts anderes registrieren. Ja, sie wird ein bisschen was die Leistung, die Leistungsgesellschaft. Niemand hat dich gezwungen. Ja, aber stimmt, gell? Leistungsgesellschaft ist eine Sache. Man, das, was mir, weil sie kann das nicht irgendwo in einem Café aufnehmen, sie muss währenddessen etwas tun. Naja, die wichtigen Menschen, die gehen ja vor der Arbeit in der Früh laufen, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. Wenn du das nicht machst, bist du ja, man, wie kannst du nur schwach. Überhaupt irgendwie, schwach bist. Schwach. Schwach. Was mir gefällt, ist ungeschminkt. Ungeschminkt ist, was du das, wo ich sage, auf einem persönlichen Social Media Kanal kann man sich ruhig einmal ungeschminkt zeigen. Wir zeigen uns ja ungeschminkt. Stimmt eigentlich, ja. Ja. Mascara daheim vergessen. Ja, voll. Aber ja, ich habe kein Wort verstanden, was sie gemeint hat. Das ist ja das. Tja, um das geht es ja auch noch. Um was geht es? Weil wir so deppert? Wenn ich mich für eine Vorwahl eintragen lasse. Ich habe das jetzt zweimal angeschaut und ich weiß noch immer nicht, was ich mache. Ja, aber ist bei einer Vorwahl nicht so, schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Deutscher bin und da wohne, ja, dann lasse ich mich für die EU-Wahl registrieren, oder? Dass ich da wählen kann. Ist das gemeint? Ich glaube, es geht hier um die Vorwahl, wer sich bei der Europawahl von den Neos, nur von den Neos, ach so, aufstellen darf. Ach so. Also das ist wirklich... Interessiert ja keinen. Thomas, es könnte 33.900 Menschen interessieren. Mm. Könnte. Das ist aber auch viel, die haben alle viel Follower eigentlich, gell? Also für unsere Verhältnisse. Alles gekauft. Trotzdem, gell, man kann auch mit einem Kaffee Leistungen präsentieren. Schauen wir ganz kurz da vielleicht noch rein. Es ist wieder Zeit für einen Polit-Espresso und heute geht es um das Thema EU-Skepsis. Die ist nämlich in Österreich ganz besonders hoch. Wir haben heute präsentiert den Freiheitsindex, den erheben wir jedes Jahr und schauen uns immer einen Schwerpunkt an und heuer natürlich die Frage, wie stehen die Österreicherinnen und Österreicher zu Europa? Und die Skepsis hat zugenommen. Die Frage, was kriege ich eigentlich von Europa, die wird nicht beantwortet. Das ist ein Thema. Europa muss liefern und Europa muss sich rechnen für die Menschen. Aber es liegt halt auch daran, dass vor allem eine Partei, die FPÖ, seit Jahren versucht, Österreich aus jetzt der gibt's EU ja der zu FPÖ schießen. Die Schuld. Der FPÖ-Spitzenkandidat Wilimski hat gerade wieder gesagt, er möchte den roten Knopf drücken und damit Schluss machen, dass wir da in Brüssel sind. Und das heißt nichts anderes als Österreich raus aus der Europäischen Union. Das wollen wir nicht. Das macht uns ärmer, das macht uns schwächer und weniger souverän. Dann sind wir ganz kurz, auch ein uns kann ein wir sein. Wer ist wir, wer ist uns? Es macht uns ärmer. Gute Frage, ja. Sag's mal. Spielball und nicht mehr Akteur in Österreich und nehmen unsere Zukunft nicht selbst in die Hand. Wir müssen aber dafür eintreten und die Menschen überzeugen. Und das wollen wir und werden wir. Wir haben eine Vision von den Vereinigten Staaten von Europa. Der FPÖ gefällt das gar nicht. Das macht Österreich stärker und nicht schwächer. Und das möchte ich mit allen diskutieren, die skeptisch sind. Und ich kündige an, ich mache eine Tour. Und gehe dorthin, wo ganz besonders viele EU-Skeptikerinnen und EU-Skeptiker sind. Wo ist das? Das sagt sie vielleicht noch. Ja, was glaubst du? Weiß ich nicht, im Kaffeehaus. Lad jetzt schon herzlich ein, meldet euch. Red mal gemeinsam drüber. Na. Es ist wieder Zeit für... Nicht, vielleicht jetzt um. Da hören sich die Vereinigten Staaten von Europa für mich dann doch deutlich besser an. Vereinigte Staaten von Europa, gell, muss ich auch sagen, enden wir dann so wie die USA, was da... Na, wie gesagt. Na, aber, na, was, schau, da auch nichts Authentisches. Das ist, wie funktioniert das? Da kommt man her und sagt, aha, es ist EU-Wahl, ja? Okay, was könnten wir machen? Dann tun sie auch, als würden sie mehrere Seiten betrachten und sagen, ja, die EU muss auch liefern, ja? Das muss sich für die Menschen rechnen. Wie sie das rechnet, was sie da rechnet, ob sie jemals irgendwas gerechnet hat für die Menschen, aber sagt sie nicht. Und dann aber gibt es in der FPÖ nicht. Wieso gibt es? Es werden immer mehr Kritiker. Es werden immer mehr Kritiker. An wen liegt es? An der FPÖ liegt es. Na, das selbstverständlich liegt es an der FPÖ, dass die EU liefern muss und dass sie es für die Menschen nicht rechnen, liegt an der FPÖ. Das meint sie?
Tja, man könnte ja auch sagen, dass wenn ein Politiker sich hinstellt und sagt so, die EU muss liefern, dass das ja eigentlich auch schon ein bisschen Skepsis beinhaltet. So ein bisschen so, wer weiß, was sie da machen. Ja, aber das ist, das, sie suggeriert eben... Aber nein, da war Limski schuld. Er will den roten Knopf drücken, was so viel heißt wie, er will raus, also die dann schon wieder Sachen zu Ende denken, wo man denkt so, liefer mir doch einfach irgendwas, sag irgendwas, warum man die wählen sollte, irgendwas. Ich will nicht einmal, weißt, irgendwas. Das Schlimmste. Es gibt dann gratis Jolly für jeden. Das Schlimmste, ja, was für nie da rauskommen wird, ich kann es jetzt schon sagen, ist, dass das Video von der Maurer, wo sie den scheiß Leberkäse nicht essen will, ist angenehmste Video zum Anschauen ist. Vielleicht haben wir ja noch was. Ja, schauen wir mal. Ich meine, ich bin ein bisschen entsetzt, dass wir jetzt noch gar keinen SPÖler gesehen haben, aber vielleicht machen die das halt auch nicht. Denn ganz ehrlich, ich habe auf die SPÖ vergessen. Komplett. Ich habe gedacht, ich habe eh alle Parteien drin. Ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz. Müssen wir im Blablabla schon noch anschauen. Der wird wohl irgendwas sagen. Der hat gute Fotos. So. Der hat super Fotos. Ja, jetzt pass auf. Pass auf, er war jetzt in Berlin. Andreas die Babler. Die Beiträge. Mal schauen. Mit Herz. Vielleicht finde ich es jetzt halt auch nicht. Aber er, ihm haben es auch gesagt, wir machen ein Foto von dir, gell? Mhm. Schau nicht in die Kamera. Schau dir das an. Da. Da unten. Weißt du? Das ist staatsmännisch. Wenn man nicht in die Kamera schaut? Ja, was weiß denn ich, was ich ihm sagen? Denkerpose. Ist es das? Aufrichtig, ja. Das ist das Berlin. Spürbar, schnell im Kopf und hoffnungsvoll. Er setzt sie ein einfach für die Themen, die die Anliegen der Menschen sind. Er sagt, es soll keine Armut geben in Österreich, wir können das schaffen. Und ja, er ist einfach authentisch. Das sagt er. Also wir sind alles Menschen, wir sind alles Arbeiter, wir gehören zusammen, wir müssen zusammenhalten und finden, dass ein Mensch, der einfach die Leiden im Land verbindet. Diese Haltung, die imponiert mir sehr und deswegen möchte ich ein Teil dieser Bewegung jetzt sein und bin frisch beigetreten, ja. Wir haben in unserer Sektion 32 neue Mitglieder. Alle 32 haben gesagt, sie sind wegen einem Andi in die Partei eintreten. Und das ist einfach so motivierend, ich kann es gar nicht sagen. Ich finde es ganz toll, dass er ein warmes Mittagessen für alle Kinder gewährleisten möchte. Man sieht, er hat das Herz an der rechten Stelle. Er brennt für dieselben Werte, für die ich auch, seitdem ich ein kleiner Bub bin, brennt habe. Noch immer brenne, immer brenner wird. Ich sehe vom So reicht. Bitte. Welche? Bitte, danke. Weil Gott, wer fragt, ob wir eine Alternative haben, außer die FPÖ zum Wählen, wo ich sage, um das soll es da auch nicht gehen heute, gell? Aber es, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist scheißegal, wenn es da ist. Weil sie alle nur Werbung für sich machen, ständig. Aber er, mein Gott, er ist ja klassisch, gell? Er kommuniziert sehr klassisch. Also da gibt es jetzt kein Foto, wo er sie... Ja, aber das ist ja auch so dahingesagt, weißt, er stellt, was haben sie gesagt, er setzt sie ein, dass es keine Armut mehr gibt in Österreich. Genau. Das setzt er sie ein. Ja. Ja, das ist das Gleiche. Alle anderen nicht. Das Gleiche da früher bei einer Misswahl, wie sie gefragt haben, und haben sie irgendwelche Ideen, ja, ich will den Weltfrieden. Da ist es Berlin. Bitte schau dir diese geilen Fotos an. Gedacht habe, schau dir das an. Wer kommt denn da auf die Idee, mit ihm diese Fotos zu machen? Schau das an! Das wäre aber echt so. Nicht in die Kamera schauen. Andi, nicht herschauen. Ja? Schau vorbei. Und wenn man bei den Fotos sieht, so schauen Menschen aus, die sich für die Armut einsetzen. Ja? Der schaut immer weg. Ja, ich weiß. Nein, nicht. Fehler. Weg. Okay, das ist echt ein bisschen bochen, gell? Berlin, heute von. Vor einer Woche bei Jung und Naiv am Tag des progressiven Wirtschaftspolitikum. Leck. Ja, aber was, das wegschauen. Aber weißt du, was hat Alternative, gell, zum Wählen? Ich habe, glaube ich, schon so ziemlich jede Partei einmal gewählt. Finde ich aber kein schlechtes Spiel. Ich lasse mich ja da nicht in den Schublade zwängen, von der Politik schon gar nicht, gell? Aber soll ich was sagen? Da hat sich nie irgendwie viel was draht. Apropos. Schauen wir in. An der Johannes Rauch. Hä? Den haben wir jetzt. Also offen haben wir noch Gewessler und. Wo ist der Kogler da irgendwo? Wo ist der Kogler? Der ist fort. Haben wir Kogler verloren? Ich weiß es nicht. Wir haben Kogler verloren. Kogler! Wo ist er denn? Wo ist er da? Da ist er. Weil wir vorher nämlich auch. Der Vizekanzler. Na, der probiert es ja auch authentisch, ja? Deswegen lernt er ja für keine Rede, ja? Redet alles spontan.
Deswegen glauben wir völlig, dass sie betrunken ist. Vielleicht ist er manchmal betrunken, weiß ich nicht. Das gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Nüchternheitsvermutung. aber das eine, die eine Werbung, die er da macht. Die da, oder? Ja. Schau mal. Bitte gebt euch die Werbung. Das ist auch schon wieder Schleichwerbung eigentlich. Das ist, also wie gesagt, es ist anscheinend so, dass man kurz vor dem Ende noch, vielleicht kommt der später mal in den Vorstand von dem Unternehmen oder so. Und deswegen macht er vorher Instagram-Werbung. Und die Edstadler kommt bei Sky. Die glauben alles, ist ein Influencer. Oh weh. Balkon weg, Putin die lange Nase zeigen, so gehört sich das. Wir sind hier im Süden von Graz am Gelände der Firma EET. Was machen die? Super effiziente Balkonkraftwerke. Die man wirklich mit wenig technischen Verstand. Ganz ehrlich, gell? Schaut ein bisschen so aus, als würde er vor einem Fernseher stehen, aber nein, es ist ein Balkonkraftwerk. Landeswort ist schon wieder. Ein Balkonkraftwerk ist schon wieder ein Witz. Ah, Werberat, wo ist das? Darf man jetzt so nennen? Ja? Ich darf ja, wie heißt es, Nahrungsergänzungsmittel auch nicht als Medizin verkaufen. Brand installieren kann, das wird die Zukunft für viele, die mit wenig Geld sich an der Energiewende beteiligen wollen, unabhängiger werden von den Kraftwerken, erneuerbaren Strom beziehen und in diesem Teil vom Balkonweg Putin die lange Nase zeigen, so gehört sich das. Aus diesem Grund fördern wir das, für das gibt es keine Mehrwertsteuer mehr. Und überhaupt muss man sagen, dass wir die Photovoltaik in Österreich die letzten Jahre gefördert haben, wie nie zuvor. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Österreich, das Photovoltaikland Europas, da wollen wir weiter draufbleiben, von der alten Verzögerungsspur weiter auf die Überholspur. So geht's. Vielen Dank an alle, die da mitmachen. Balkonweg, Putin die lange. Vielen Dank für die Leute, die da mitmachen. Mitmachen heißt kaufen. Gell? Mitmachen heißt kaufen. Und von das mir aus, die Leute, komisch. Sollen sie das zuhängen, die sollen Photovoltaik machen, wie sie wollen, was weiß ich, keine Ahnung, bist ja auch da, ist ja alles cool, gell? Ich meine, das Balkonkraftwerk, also wenn das schon mal so heißt, ist es für mich ein Zeichen, gell? Ich habe viel Werbung gemacht, wenn das mal so heißt, ist das ein Scheiß. Ja, aber weißt du, es läuft jetzt eh ohne Ton, aber nur, dass wir es verstanden haben. Da hängt am Balkon das da. Ja. Ja. Ja, was ich damit sagen wollte, ist, von mir aus, ja, wenn es schon mal so heiß ist, ein Scheiß. Und von mir aus sollen sich die Leute, du, wenn man das will, soll man das machen, lade ich mein Handy auf, ist ja egal, wenn du genug Geld hast. Was mich stört, ist, dass er das verkauft und am Anfang Putin ins Spiel bringt. Das sollte auch der Werberat verbieten. Ich kann das nicht einfach so sagen. Was bedeutet denn das? Das ist, weißt du, wo wir darüber reden, die Bevölkerung ist gespalten. Wir sollten schauen, dass das nicht alles so gespalten ist. Dann kommen sie daher und sagen, wenn du das aufhängst, zeigst du dem Putin die lange Nase. Das ist ein Problem. Das ist Propaganda. Propaganda ist, wenn du Information und Emotion zusammen verboxt und dann ist es Werbung noch dazu. Ich meine, wie gesagt, Werbung ist es ja für mich auch deswegen, weil es halt ein bisschen gelogen ist. Weil das... Werbung ist grundsätzlich immer ein bisschen gelogen, weil sonst hätten sie ja keine Werbung, weil sonst wäre es ja eh logisch, dass man sowas kauft. Übrigens, wenig Kommentare. Ja, wenig Kommentare, muss man dazu sagen. Ja. Aber vielleicht haben sie auch sehr viele Kommentare löschen müssen oder es schaut sich kein Mensch an. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man sie mit Photovoltaik beschäftigen würde man natürlich herausfinden, dass da die Spannung, die da rauskommt, für wenig im Haushalt wirklich verwendet werden kann und auch der Stromanbieter, falls er diesen Strom entgegennimmt, sehr wenig davon, also da kriegst du sehr viel wenig Geld dafür. Weil da gibt es keine Waschmaschine, da gibt es keinen Herd, ja. Da gibt es nicht einmal wahrscheinlich ein Wasserkocher. Von mir aus. Aber schau, da schreibt es eh wieder in die Kommentare. Wo ist da die Neutralität? Weißt du, ob das ein Schaß ist oder nicht, das sollen die Leute selber entscheiden. Ja, aber ja? Putin, das Putin raus. Da ist ein Verbraucherschutz, aber in einem neutralen Land mit Anti-Russland-Werbung zu machen, ist das soll, das, was, wo ist da Werberat und die Verfassung? Sollen wir mal einen Kommentar schreiben? Irgendwie haben schon ein paar mehr eingeschrieben. Schreib immer zurück, der Rauch schreibt auch zurück. Okay. Ich check's nicht, Harvey. Na, schreib was Nettes. Bist verrückt, du kannst nicht was Schlimmes schreiben. Wieso? Also nicht was Schlimmes. Harvey, schreib was Nettes. Wir wollen ja da einen spalten. Cool, also will ich da nicht auf.
Nein, lass uns weg, lass uns weg. Ich bin ein bisschen angetan so aus der Emotion. Die Sache ist, die Sache ich check's wirklich nicht. Deswegen, ja, dann schreib, ich habe es nicht verstanden. Ich check's nicht, Harvey. Deswegen schreibt ihr die Kommentare, gell? Bei YouTube, nicht nur nicht er. Ich habe es nicht verstanden. Wie gesagt, Social Media Beauftragter. Alles Gute, Werner. Na, Werner, ja, ja. Alles Gute, Herr Kogler. Alles Gute. Alles Gute, 0,5 Smiley. Ja, genau, wenn du es unbedingt magst. So. Wird eh nicht. Ah, doch. Na, schau. Ich check's nicht, weißt. aber dazu muss der Werner öfter Nullpunkt schauen, gell? Dass er das versteht. Ich finde das gut. Oh, schön. Naja, haben wir noch wen in der du, jetzt werden wir mit dem Chat einfach ein bisschen reden, oder? Ja, sag ich recht, gell? Back to the Chat. Machen Sie mal groß. Ja, aber was ist die Quintessenz? Was die Quintessenz ist, mir gefallen die alle nicht. Mir gefällt da das alles nicht. So wie ich das gemeint habe. Ich will das authentischer haben. Aber wahrscheinlich bringt Politikern das nichts, wenn sie authentisch sind. Das ist ja immer sehr gefährlich. Stell dir vor, der wird so sein, wie er ist, und dann kommen die Leute drauf, dass das entweder Arsch ist, oder er wird dann in seiner Lockerheit was sagen, was ihm dann wer anderer umhängen könnte als, na, das kannst du jetzt aber nicht sagen. Als warum glaubst du, ist der Kogler so geschnitten die ganze Zeit? Entweder wegen oder weil sie halt versuchen wollen, das Ganze einfach kohärent zusammenzukriegen. Ich habe die Hälfte nicht verstanden, deswegen habe ich ja gesagt, ich verstehe es nicht. Naja, ich meine, schau, die Ed Stadler. Ja. Die hat es wenigstens so down, als hätte sie die Kommentare beantwortet. Das ist auch was, schau mal, was man da machen kann. Da kann man diskutieren, da kann man ein bisschen aufmachen. Ich weiß, wir sind doch keine Politiker, Gott sei Dank. Nur was so, ein bisschen ehrlich drauf antworten, aber wahrscheinlich geht es in der Politik nicht. Ne? Dann die Maurer probiert's. Und naja, gut, da muss man halt auch wieder sagen, gell, du mit dem Leberkäse da, gell, so lustig ist das jetzt auch nicht, gell, dass ich mir das anschauen muss unbedingt, ja. Aber sie tut es ja lustig. Aber sie tut es ja lustig. Und wenn man sagt, das ist, ich nehme keinen Politiker das ab, dass er authentisch ist, aber das war für mich nur das Authentischste, ja. Und zum Beispiel beim Herbert, beim Kickl, gefällt mir das. Dafür, dass er redet vom Volkskanzler, ja, und so offen ist, war mir das zu politisch. Stimmt eigentlich, ja. Der hat wirklich da ganz, ganz wenig, der hat da wirklich ganz wenig so dieses tatsächlich volksnahe, hat er einfach auslassen. Und von daher, macht er das, glaubst du noch? Wer? Dass er authentischer wird? Bis zur Wahl? Schau mal, ich würde heute ja gar nicht drüber reden, gell, die ganzen, Wahlprogramme von den ganzen Parteien und wo die Parteien stehen, ob die links oder rechts stehen oder wie auch immer, und welche Ideen das haben, sondern wie sie kommunizieren. Ja? Wie kommunizieren sie im Social Media, vor allem wenn es dann um persönlichen Account geht. Und da muss ich sagen, die ÖVP, die FPÖ hat immer schon sehr fragwürdig kommuniziert. Also diese Werbeleute, die da dahinter sind, entweder haben sie keine, und machen das wirklich komplett selber, ja? Aber das ist für mich ein bisschen botschert. Mir fällt jetzt gar keine Partei ein, die es richtig gut macht, ja? Keine, sozusagen, ja? Weil wie du sagst, wie menschlich soll so eine Partei Werbung? Wie menschlich soll so eine Partei Werbung machen, ja? Mhm. Da haben wir auch schon öfter mal geredet, am besten wäre es, sie würden so gut arbeiten in der Legislaturperiode, dass man keine Werbung brauchen würde. Am besten wäre es, man bräuchte diese Social Media Kanäle gar nicht. Ja? Vielleicht wäre es eh gut, wenn das gar nicht erlaubt sein dürfte. Ja? Mhm. Oder wirklich so, dass man, wenn man Schleichwerbung macht, wirklich oben fett Werbung steht. Ob man jetzt Werbung für die Partei macht, ja? Oder Werbung für so eine scheiß Photovoltaik, oder ich weiß nicht, Werbung für einen Leberkäse, obwohl keine Marken zu sehen war. Ja? Aber wenn da vorher stehen wird, Achtung, das ist Parteiwerbung, Achtung, hier könnten Sie manipuliert werden, weil nichts anderes ist Werbung. Das ist nämlich das Schönste, ja? Was denn, wenn man immer sagt, da wird manipuliert,
Naja, Werbung, genau um das geht es bei Werbung. Ja? Und das Schlimme ist, das fällt nicht jedem auf. Und glaubt mir, ich habe länger in mehreren Werbeagenturen gearbeitet. Das fällt nicht einmal den Werbern auf, dass sie sich gegenseitig manipulieren. Ich schwöre es euch. Ganz kurz eine liebe Grüße an Hannes, der anscheinend vor kurzem, ich habe jetzt gestern, glaube ich, bin mir sicher, war beim Ganzen wieder am Nullpunkt gehabt. Ich habe es gelesen kurz, ja. Sehr schön. Freut mich, dass du das gemacht hast. Ich hoffe, es war so lustig wie bei uns in Graz. Das war sehr spannend. Also, ja. Das ist lustig. Es war schön. Einfach spannend, ja. Es ist ja beim Ganzen, es ist informativ, tragisch und trotzdem lustig und schön. Ja. Aber da sind wir auch wieder ein bisschen bei der ganzen Propaganda, weil der ja auch in diese Kerbe ein bisschen schlagt, dass man einfach aufpassen muss, was da die Leute erzählen, nicht wahr? Am Ganzen ist es schön, dass er am Anfang gleich mal gesagt hat, es gibt nichts Objektives da jetzt. Ja, genau. Weil ein Friedensforscher aus China würde euch was anderes erzählen. Und er will da gar nicht objektiv sein. Er will uns ja bei seiner Geschichte teilhaben lassen. Das habe ich schon sehr spannend gefunden. Und das sollten vielleicht Politiker auch machen, die einfach nicht immer von der Wahrheit ausgehen. Ja? Wo man sagt, ja, die EU, die muss ja für die Österreicher was machen. Aber warum sind die Menschen so EU-kritisch? Wegen der FPÖ. Das musst du mal die Meinl Reisinger fragen und sagen, glauben Sie wirklich, dass die FPÖ so viel Macht hat, dass sie wirklich alle Österreicher da jetzt beeinflusst oder so völlig? Das gleiche war in der Pandemiezeit, wo ich mir denke, glaubt ihr wirklich, dass nur die FPÖ dafür verantwortlich war, dass sie die Leute nicht impfen haben lassen oder kritisch waren gegen diese Maßnahmen? Das war der Herbert, war das? Das ist ja das, was die wirklich glauben, und das finde ich so geil, weil man denkt so, nein, es gibt da Leute, die haben ganz ohne einer politischen Einflussnahme, sage ich jetzt mal dazu, sie einfach kritisch dem Thema gegenüber, sind da kritisch gegenüber gestanden und wollten es halt einfach nicht. Da hat der Herbert überhaupt nichts dazu beitragen. Er war halt der Einzige, der dann halt gesagt hat, ja, auch ich. Oder man überhaupt so nichts damit beitragen, am Anfang nicht, also dass sie manche Leute nicht impfen lassen, wahrscheinlich nicht. Ich verstehe schon, dass da viele Leute dankbar waren. Das schon. Dass man das Gefühl gehabt hat, pass auf, da ist ein Politiker, aber der kann auch öffentlich auftreten, derweil noch, ja? Ey. Also, und hat auch diese Meinung. Da muss ich sagen, das rechne ich mir, rechne ihm das eh an, dass der Kickl da durchgehalten hat. Ich rechne es ihm schon an, weil ohne das wäre es schwierig geworden in der Pandemiezeit, weil man, dann hätte man, weiß ich nicht, zu 100% gedacht, dass man nie wieder raus dürfen. Das ist muss man dazu sagen. Das ist immer die große Sache, was? Das ist, weil, ja, Glauben, wie auch immer, gell? Wolf hat geschrieben, für Werbefritzen seid ihr ganz schön kritisch zum Thema Werbung. Ja, deswegen. Einmal darfst du trauen, warum wir es nicht mehr machen. Deswegen, ja. Deswegen. Ich meine, Werbung, gell? Ja. Ich meine, weißt du, wir. So, ja, Parteiwerbung. Ja. Nicht wahr? Genau. Ich mein, es war ja lustig. Ich muss sagen, dass die Werbung für den Sigi zu machen, für den Nagel, das war ja witzig. Für alle, die sich in der Politik der Steiermark nicht auskennen, Bürgermeister von Graz. Für den Werbung machen, ja? War Spaß. War dann zu sehen, wie die alle so funktionieren. Man muss aber echt sagen, funktionieren, gell? Piep, boop, piep, boop. Ja, Landtagswahl, waren auch ein paar dabei. Ja. Schützenhelfer, der ist ja noch lustiger. Ich meine, das ist alles ein bisschen ironisch, nur dass ihr es wisst, gell? Aber sympathisch, wenn man gedacht hat, muss ich auch dazu sagen. Naja, aber ich habe den ein paar Mal reden gehört und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, ach, ganz ehrlich. Hinter der Kulisse? Wenn? In Ziege oder in Schützenhöfer? Nein. In Schützenhöfer, auf der Bühne. Wenn ich den reden höre, denke ich mir so. Der redet ja ganz anders. Wie ein Pfarrer. Das ist ja das Lustige. Der redet ja ganz anders, wenn er nicht auf der Bühne steht. Ist das Verrückte? Ja, aber das, wie gesagt, das unterstreicht ja auch diese ganze Skepsis dieses Betriebs gegenüber. Mama, ich bin im Nullpunkt-Fernsehen. Ja, gell? So ist das, wenn der Chat eingeblendet ist. Nein, das ist lieb. Mama, ich bin im Internet. Ja, gell, ich sag's euch, wie es ist. Wir können eigentlich schon ausleiten, oder? Ja, es sind lustige Kommentare auch mit dem Kickl. Weißt du, ja, das war der erste, der für den Lockdown war. Ja, aber trotzdem bin ich ihm dankbar, dass er sich nachher aufgeregt hat. Ich sag's euch, wie es ist, gell? Nur weil das sagen ganz viele Leute ganz gern, dass der Kickl der erste war, der sich für sowas eingesetzt hat. Er war aber für die anderen fünf nicht.
Ja? Und das ist eben die Frage, ja, weißt du? Ja, nur wenn man das erste Mal, wo sowas passiert und alle mehr oder weniger dann eh dabei waren. Naja. Aber beim fünften, wo dann vielleicht sogar die Wissenslage schon anders war, immer noch. Ja, ja. Da ist der Unterschied. Schau, für mich persönlich. Die Sache ist, ich glaube, deswegen tun wir uns auch so leicht, solche Sachen herzuzahlen im Internet und da spontan drüber zu reden, weil wir den inneren Kompass eben nicht in eine Richtung gelegt haben. Ja? Bei mir dreht sich der einfach. Und deswegen habe ich da auch kein Problem. Weißt? Ich hab kein Problem über die Grünen, über die ÖVP, über die SPÖ und auch über die FPÖ zu reden, ja? Weil ich mich da nicht auf der Seite steuere. Ich will nicht. Ich mag nicht. Ich habe da jetzt irgendeinen nervösen Fleck gekriegt. Ich glaube, weil ich über den Sieg geredet habe vorher. Wahrscheinlich. Aber wir haben es halt eh schon kurz einmal im Vorgespräch gesagt. Weißt, man kann mit einem Dieselauto zu einem, mit einem chinesischen Dieselauto zu einem deutschen Discounter fahren und dort dann Bergbauernmilch aus Tirol kaufen. Und dann geht das anscheinend alles. Weißt, ja. Man kann, ja. Man muss nicht. Ja. Es geht nicht alles in eine Richtung. Tja, ja. Die Menschen haben Facetten und die Politik tut so, als wäre das nicht möglich. Ja. Das geht nicht. Und das ist ja das, was ich schon mal gemeint habe, ist das mit der Spaltung. Ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft sich gegenseitig spaltet und nicht die Politik. Weil, dass die Grünen die Umweltschützer sind. Ja gut, dass sie jetzt für den Krieg sind, hätte ich mir selber nicht gedacht. Gell? Und dass sie uns alle einsperren nachher beim... Hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber, dass die Grünen so die Menschenfreunde sind, ja, für die ganze Welt, und die FPÖ mehr so tut als die eigenen Leute, ja, der Volkskanzler, aber dass das irgendwann überrascht, weißt, so, das weiß man eh, die spalten da nicht, weißt, da weiß ich ja, dass das so ist, ja. Aber es sind schon oft, weißt, wenn man so mit im Freundeskreis, im Bekanntenkreis kann, was, der will das, nämlich wurscht, welche Seiten, und meistens redet da auch keiner über die SPÖ oder die ÖVP, muss man dazu sagen, gell? Um Himmels Willen, du wirst die ÖVP, habe ich noch nie gehört. Obwohl das, ja. Aber um Himmels Willen, du wirst die Grünen und die Linken. Ja, gleich wie, um Himmels Willen, der wird die FPÖ. Das meint er nicht ernst. Was? Solche Sachen hört man. Und ich denke mir, ihr spaltet euch da gegenseitig, Freunde, und ihr merkt es nicht einmal. Ja? Reden wir offen. Weißt? Mhm. Man ist kein schlechter Mensch, wenn man eine Partei wird. Nein. Und auch Angst hilft bei der Wahl nichts. Hingehen. Kreuzerl machen, hoffen. Mehr geht nicht. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Hätte ich jetzt einmal gesagt. War eine angeregte Diskussion, war eine Reise durch das Internet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen eine Morgenverstimmung habe, weil der eine oder andere Beitrag dann doch ein bisschen, nicht wahr? Du musst genug trinken einfach dazu, Lukas. Ich habe mein Dings da drüben vergessen. Ich habe jetzt eine Stunde lang nichts getrunken. Aber das macht ja nichts. Wer Tassen, weniger trinkt, muss weniger pissen. Die Tassen aus Trümpfen, dann hättest du geholt. Ja, brauchen wir Parteien, gell? Das ist die Frage. Vielleicht reden wir da am Donnerstag gleich mal weiter. Hm? Ja, das können wir uns gerne vornehmen. Ich schreib's mal auf. Oder vielleicht nächsten Montag live, brauchen wir Parteien. Und was könnte man anders machen? Obwohl, was denn, wenn das irgendwer hört, dann heißt es ja wieder, das sind parteipolitisch. Reichsbürger. Nein, was sind gegen Parteien? Ach so. Brauchen wir Parteien? Und brauchen wir so viel. Schau, in den USA gibt es auch nur zwei Parteien, da funktioniert das auch voll gut. Yeah. Wir steuern darauf hin, ich mag aber nicht. Ich herrsche. Schweizer Wahlsystem, ja, der Fabian. Was? Ja, der Fabian. Mehr das Volk regieren. Da haben die Politiker am meisten Angst. Aber da wird der Kickler wieder sagen, das mehr Volk brauchen wir nicht, ich bin eh der Volkskanzler. Möglich. Naja, ist schon wieder aus, gell? Danke fürs Dabeisein. Er drängt mich immer so aus. Ich dränge den aus, ich habe Hunger. Ja und? Interessiert mich das? Friss nicht so viel. Mehr Wasser trinken, Lukas. Na, schön, dass ihr dabei wart. Wie ihr seht, ich würde eh gern. Ja, ich würde eh noch gern ein bisschen mit euch reden, gell? Du kannst eh noch. Das ist ja das Schöne. Du kannst dann ein bisschen. Du kannst dann ein bisschen. Das ist doch mal was. Das ist doch was. Wie soll ich das machen, wenn du jetzt so spontan machst? Nein, ich drücke da jetzt auf den Knopf. Ciao, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal.